Nordisch by Nature oder Emanuela, das sind nur zwei der großen Hits von Fettes Brot. Nach 30 Jahren will eine der erfolgreichsten deutschen Rap- und Hip-Hop-Bands aufhören. Auf einer letzten Tournee wollen sich die drei Musiker in den nächsten Monaten von ihren Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz verabschieden. Gestern Abend ging es los vor ausverkauftem Haus in Rostock. Gestern leinenlos mit einem Klassiker. 96, die Brote stecken mit 4 Jahren Bandgeschichte noch mitten in den Kinderschuhen. Der Durchbruch Mitte der 90er mit Nordisch by Nature und Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Geilste Band, ich komme ja aus Lübeck. Normalerweise immer in Hamburg gewesen, aber heute Rostock. War meine Zeit gewesen. Früher, sag mal. So schlecht das war sind die Lieder gar nicht. Nö. Steckt so ein bisschen jetzt an. Mit 31 Jahren als Band sind König Boris, Dr. Renz und Björn Beton nun reif für ihre Bühnenrente. Die anderen beiden waren es. Ja, also jetzt ist es raus. Selbstbestimmt aufzuhören. Also, dass die Band nicht irgendwann mal versickert und dann hört man einfach nichts mehr von uns oder so, sondern zu sagen, okay, das ist bis hierhin was super und jetzt machen wir einen Strich drunter. Die Brote backen ihre eigenen Brötchen. Ende der 90er nehmen sie mit James Last einen Song in Florida auf. 2003 spielen sie als Vorband der Ärzte und sind immer noch nicht leise. Wir haben auf jeden Fall alle noch Ideen für Quatsch, den wir machen wollen. Also ist nicht, ist jetzt nicht so, dass uns die Kreativität verlassen hat, zum Glück. Insofern, vielleicht sieht man sich ja noch mal hier oder da. Die Brote als Meister der Inkognito-Auftritte werden sicherlich noch die ein oder andere Bühne rocken. Die offizielle Abschiedstour, ausverkauft, endet im September in ihrem Heimathafen in Hamburg.